Schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen bei Ron Freitag, die letzte Ausgabe von unserem 30-minütigen Magazin in dieser Woche. Und Sven Marcinkowski und ich, wir hatten noch einen schönen Abend gestern, das darf man einen schönen sagen. Abend, ja. Aber heute gehen wir es ohne Wein und Genuss an, oder? Nein, heute gehen wir es mit Sommertalks an, würde ich sagen. Wir beenden die nämlich heute und zwar mit dem AfD-Politiker Heiko Wildberg, der ist bei uns zu Gast und Bundestagsabgeordneter für die Südpfalz. Ihn fragen wir, was er so plant für die kommenden Sitzungen und was denn alles bei ihm im Kopf so vorgeht, was er sich vorstellt für die Politik im Land. Außerdem feiern wir heute eine Runde den Sommer, der ja aktuell noch ist, aber bald wahrscheinlich nicht mehr, und zeigen Ihnen die schönsten Momente, die wir so zusammengesucht haben. Und wir sind wieder auf Ron-Tour, dieses Mal in Neckargemünd. Das und mehr jetzt bei Ron. Ja, der Sommer geht in den Endspurt, wird gleich auch noch bei uns ein Thema sein. Und jetzt wird es auch auf politischer Ebene wieder ziemlich spannend. Der Bundestag kehrt langsam zurück und an diesem Wochenende stehen die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen an. Und großes Thema natürlich auch, wie wird die AfD dort abschneiden? Das und über weitere politische Themen sprechen wir in unseren Sommertalks. Haben wir ja in dieser Woche schon getan. An jedem Tag war ein Bundestagsabgeordneter aus der Region bei uns zu Gast. Und genau das setzen wir heute fort mit Dr. Heiko Wildberg, AfD-Abgeordneter aus der Südpfalz. So, Herr Wildberg, schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Abend. Was sind denn bei Ihnen so die drängendsten regionalen Probleme, Themen aus der Südpfalz, die Sie mit nach Berlin nehmen? Naja, das sind eigentlich die drängenden Probleme, die Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel. Aber gerade auch in meinem Wahlkreis, die innere Sicherheit ist ein Problem. Die Probleme der älteren Menschen, Altersarmut, das sind alles so Probleme, mit denen mich die Menschen auch konfrontieren. Und ich höre mir das auch gerne an und deswegen habe ich mich auch wählen lassen. Ja. Tobias Linden hatten wir gestern auch im Gespräch, der ja auch aus der Südpfalz kommt, seine Heimat, der auch gerade das Klima, die Klimapolitik angesprochen hat, ist ja ein sehr ländlicher Raum, auch wo Sie herkommen. Was können Sie dafür tun? Wo sind da die Probleme? Naja, die Tatsache ist, dass wir im Moment ja diese, aus meiner Sicht und aus Sicht meiner Partei, diese Klimahysterie haben. Wir sind eigentlich nicht der Meinung, dass der Klimawandel, der da ist, menschengemacht ist, sondern weitgehend natürlichen Ursprungs ist. Und deswegen haben wir da so unsere Probleme, wenn zum Beispiel die Stadt Landau den Klimanotstand ausruft oder so. Das ist zu viel Hysterie und zu wenig Fakten. Gerade so ein Klimanotstand in Landau, wie Sie sagen, wie stark wird der denn gehört grundsätzlich in Berlin? Naja, ich denke mal, das Wort Klima ist in Berlin natürlich sehr, sehr, sehr stark gefragt im Moment. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Ich bin ja im Ausschuss für Umweltschutz und da machen wir das, und da bin ich stellvertretender Sprecher meiner Fraktion. Und das ist mein Thema in Berlin. Mhm. Umweltschutz, Klima, sogenannter Klimaschutz. Ja. Wie muss man sich das konkret vorstellen, wenn Menschen zu Ihnen kommen aus der Südpfalz und sagen, ich habe das und das Problem? Wie können Sie das umsetzen, auch Gehör finden dann in Berlin? Ja, wir sind ja in Berlin die größte Oppositionspartei. Und ich nehme diese verschiedenen Sorgen und Nöte der Menschen auf und gehe mit denen nach Berlin, diskutiere das mit meinen Kollegen innerhalb der Fraktion. Und dann ist es unsere Aufgabe, natürlich als größte Oppositionsfraktion, diese Sache öffentlich zu machen. Die Leute darauf hinzuweisen, dass sie jemanden haben, der ihre Nöte in Berlin vertritt. Und das tue ich mit den Problemen, die ich gerade auch schon angesprochen habe. Ja. Wenn wir sie schon da haben, wollen wir natürlich auch über die Landtagswahlen im Osten am kommenden Wochenende sprechen, Brandenburg und Sachsen. Ja. Gerade für die AfD spannend und auch von wir zu sehen, wie die AfD dort abschneidet. Was erwarten Sie sich davon? Welche Impulse werden von diesen Wahlen ausgehen? Also ich erwarte natürlich, dass die AfD dort stark abschneidet. Wir haben sowohl in den beiden Bundesländern, in Brandenburg und Sachsen, haben wir die Chance, auch die stärkste Fraktion, die stärkste Partei zu werden bei der Wahl. Zumindest aber Platz 2, und ich erwarte ein riesiges Ergebnis. Und die Bedeutung für uns alle in der AfD, nicht zuletzt auch für die Mitglieder meiner Fraktion im Bundestag, ist, denke ich mal, dass wir einen riesigen positiven Motivationsschub erzielen für aber uns selbst. Welche AfD werden wir dann erleben, die nicht mehr in der Opposition ist, sondern dann vielleicht in der Regierung? Also das sehe ich im Moment nicht. Die anderen Parteien und haben ja deutlich gemacht, dass sie zurzeit jedenfalls nicht mit der AfD koalieren wollen. Aber wir sind eine laute Stimme, eine laute oppositionelle Stimme, eine sehr starke, stärker vielleicht als fast alle
alle anderen. Und da wird man schon Gehör finden. Und ein gutes Ergebnis wird auch Motivation sein und uns zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja. Herr Wildberg, vielen Dank für das Interview. Gerne. Schönes Wochenende Ihnen. Ihnen auch. Dankeschön. Ja, der Sommer ist natürlich ein großes Thema und der Sommer ist jetzt aber auch fast vorbei. Aber er war sehr heiß, das haben wir in den vergangenen Wochen ja erlebt. Und seit heute wissen wir auch, dass der diesjährige Sommer der drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung ist. Aber langsam geht ihm auch die Puste aus. Morgen ist meteorologischer Herbstanfang und deswegen wollen wir zurückschauen auf die Highlights in diesem Sommer. Und das machen Sarina Aschmann, Sophia Haag und Nina Weidenauer. Kalendarisch geht der Sommer zwar noch ein paar Wochen. Die meisten Meteorologen gehen aber davon aus, dass das hier wohl die letzten richtig warmen Tage sind. Grund genug für uns mal zurückzublicken auf den drittwärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wir waren ganz viel im Garten. Wir haben es einfach genossen, in der Sonne zu sein. Die tolle Hitze. Und wie gesagt, dass wir heute an diesen tollen Wasserspielplatz gehen können mit unserer Gruppe. Und planschen ohne Ende. Ich habe mal meine Ausbildung fertig und ich habe eine schöne Reise gehabt und es war wunderschön warm. Und natürlich waren wir auch nicht immer nur in unserem gut klimatisierten Studio, sondern mitten unter Ihnen. Wir haben das klimatisierte Studio verlassen und sind rausgegangen in die 33 Grad, glaube ich, immer noch, um hier die Eröffnung live mitzubekommen vom Rheinland-Pfalz-Tag. Aber es geht noch krasser. 41,4 Grad. Also wenn es um diesen Allzeitrekord geht, von wegen 40,3 Grad, den hätten wir jetzt hier am Silberseen Bobenheim-Roxheim schon mal gerissen. Und das Wichtigste bei dieser Hitze, die Gesundheit. Und dazu gehört natürlich viel Trinken. Zwischendurch eine nasse Abkühlung oder ein leckeres Eis durfte diesen Sommer natürlich nicht fehlen. Und auf keinen Fall sportlich überanstrengen. Der Sommer 2019 hatte auf jeden Fall eine Menge zu bieten, auch wenn er noch gar nicht richtig vorbei ist. Aber der Herbst kommt sicher und viele freuen sich eigentlich auch drauf. Nein, ich bin gar nicht wehmütig, weil ich glaube, dass es ein sehr schöner, warmer Herbst wird. Ich glaube einfach, dass es ein bisschen kühler wird, weil es jetzt relativ schwül war die letzten Tage. Deswegen, ich freue mich drauf, dass es ein bisschen kälter wird. Ich freue mich sehr auf den Herbst, weil die Temperaturen doch echt sehr anstrengend waren, finde ich. Und ich freue mich jetzt auch wieder auf die Farben, die da entstehen. Und eines ist ja für alle Sonnen- und Hitzeliebhaber so oder so sicher. Der Sommer 2020 kommt in jedem Fall. Ging viel zu schnell vorbei. Ja, ein bisschen Sommer haben wir ja noch. Und was sportlich los ist in der Region, das erfahren Sie gleich bei uns. Vorher die Nachrichten des Tages von Olivia Kopjus. Großeinsatz in Arztpraxis. Ein defektes Desinfektionsgerät für medizinische Ausrüstung hat nach bisherigen Erkenntnissen gestern im Speyerer Ärztehaus einen Großalarm ausgelöst. Wie die Feuerwehr heute bestätigt hat, handelte es sich um ein gesundheitsschädliches Dampfgemisch aus Desinfektions- und Reinigungsmitteln. 6 Mitarbeiter des Cura-Centers mussten wegen akuter Atemreizungen ins Krankenhaus. Nach ausgiebigem Lüften konnten die Räume jedoch wieder betreten werden. 6-stellige Marke geknackt. Das Freibad Sinsheim hat heute seinen 100.000. Gast begrüßt. Timea Salanta freute sich gemeinsam mit ihren Söhnen Elias und Kevin über viele Geschenke. Ein Wermutstropfen bleibt aber, die Gastzahlen gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Auf jeden Fall ist die Saison nicht zu vergleichen mit der letzten Saison. Da war einfach aufgrund der Temperatur und Sonnenverhältnisse in den Freibadmonaten ein außergewöhnlich gutes Freibadjahr. Mit diesem Jahr liegen wir trotz der Baustellen im Umfeld, wo auch wenig Parkplätze zur Verfügung stehen, genau im langjährigen Mittel. Besonders attraktiv ist das Freibad nach wie vor für Familien, besonders seit den neu renovierten Spielanlagen. Auch die Jubiläumsbesucherin besucht das Freibad mit ihren Söhnen häufig und wurde heute mit Blumen, Badeenden und einer Saisonkarte für 2020 überrascht. Abschied mit Tatütata. Es war ein Großeinsatz der etwas anderen Art. Ein kompletter Löschzug der Berufsfeuerwehr Heidelberg hat heute Morgen mit Blaulicht und Martinshorn Dr. Georg Belge für seinen letzten Arbeitstag zu Hause abgeholt. Der ehemalige Amtsleiter wird als Leiter der Branddirektion nach Stuttgart wechseln. Als ich rausgekommen bin, dachte ich, vor lauter Emotionen gar nicht reden zu können. Und als wir hier dann auf die Feuerwache eingebogen sind, stand der komplette Hof voll mit Feuerwehrfahrzeugen aufgereiht und mit der Mannschaft mit dabei, Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr. Innerlich ist es natürlich schon sehr bewegend, auf fast 9 Jahre zurückzuschauen.
hier in Heidelberg bei der Feuerwehr gewirkt zu haben, was mich richtig stolz macht. Als Abschiedsgeschenke bekam Belge eine Sauerstoffflasche mit Heidelberger Kurpfalzluft und einen Helm als Erinnerungsstück. Kommen wir zum Sport, wo es in gut 20 Minuten der 5. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga startet. Mit Sandhausen zu Hause gegen die Lilien aus Darmstadt. Und Sandhausen hat Rückenwind, zuletzt 2 Siege in Folge. Da können also die Darmstädter gerne kommen. Aber die Saison der Sandhäuser war durchwachsen. Zu Beginn stimmte die Leistung, die Punkte aber fehlten. Jetzt haben sie sich mittlerweile belohnt. Und auch die Spielweise unter Trainer Uwe Koschinat macht dann Lust auf mehr. Heute Abend erwartet der SVS ein bisschen mehr als 7.000 Zuschauer zu Hause im BWT-Stadion am Hartwald. Die Aussichten sind gut. Mit 3 Punkten könnte Sandhausen vorübergehend auf einen Aufstiegsplatz springen. Und der Trainer spürt durchaus eine Veränderung in der Mannschaft. Es ist tatsächlich so, dass die Mannschaft dieses Selbstverständnis formuliert, in dieser 2. Liga ein permanenter Gegner auf Augenhöhe zu sein. Ich glaube, das haben wir durch unsere Leistungen untermauert. Also derzeit kann ich das Faire Fazit ziehen, ohne irgendwo eine SVS-Vereinsbrille bemühen zu müssen, dass die Zahl der Punkte mit Sicherheit zu 100% harmoniert mit unseren Leistungen. Und es ist noch mehr los an diesem Wochenende sportlich bei uns in der Ronn-Region, also nicht nur auf dem Rasen, sondern auch, sollte es regnen, in der Halle. Larissa Hofmann hat die Sporttipps. Den Sport präsentieren die Autohäuser Renk Weindl. Ein Duell der direkten Tabellennachbarn, ein Basketballturnier auf Spitzenniveau und ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Das sind unsere Tipps für Ihr Sportwochenende. Noch ist außer mir niemand auf dem Platz, aber am Wochenende sieht das dann anders aus. Dann findet nämlich das Duell der direkten Tabellennachbarn statt. FC Astoria Waldorf gegen Bayern Alzenau. Die Mannschaft von Matthias Born will wieder Vollgas geben. Bislang ist sie daheim noch ungeschlagen. Die Heimstärke der Vergangenheit soll jetzt weiter ausgebaut werden. Zu Hause wollen wir uns erstens gut präsentieren, wollen dann eine gute Mentalität haben. Wenn es geht, gewinnen. Bis jetzt in der Saison ist uns das ganz gut gelungen. Und ja, dann nehmen wir auch die Zuschauer mit, hoffen, dass dann ja, in den nächsten Spielen auch ein paar mehr kommen. Mit 11 Punkten aus 6 Spielen steht der Fußball-Regionalligist auf dem 5. Tabellenplatz. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Am Samstag um 14 Uhr können Sie gegen den Aufsteiger aus Alzenau nachlegen. Wer am Wochenende Spitzenbasketball sehen möchte, der ist beim Vorbereitungsturnier der Towers aus Speyer Schifferstadt genau richtig. Dafür haben sich in der heimischen Nordhalle richtige Hochkaräter angekündigt. Mit Marburg kommt ein Erstligist nach Speyer, mit dem Bergischen Löwen Zweitligist, der Zweite wurde letzte Saison in der 2. Liga, jetzt aufsteigen will. Dann haben wir sind natürlich da, ne, als junger Speyerer Verein. Also man sieht hochklassigen Basketball in Speyer. Aber nicht nur das. Bei den Towers sind vor allem Spielerinnen aus der eigenen Jugend zu sehen. Mit einem Durchschnittsalter von unter 20 Jahren stellen die Speyerer die jüngste Mannschaft in der 2. Liga. Das ist auch das Saisonziel, die Jugendspieler weiterzuentwickeln. Natürlich willst du jedes Spiel gewinnen, ja, aber in erster Linie wollen wir die eigenen jungen Spielerinnen auch in die 2. Liga heranführen und dann, dass sie hier auch Spielzeit bekommen, ja, und dann sich hier weiterentwickeln können. Zu sehen gibt's die jungen Talente aus Speyer am Sonntag. Das Turnier selbst beginnt bereits morgen. Ein Jahr mussten die Fans drauf verzichten, jetzt geht's wieder los. Drittliga-Handball in Hochdorf. Ein Jahr mussten die Pfalz-Biber in der Oberliga antreten. Danach ging es direkt wieder nach oben. Selbstverständlich gehören wir dahin. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch eindrucksvoll gezeigt, dass wir in die 3. Liga gehören. Wenn man in 32 Pflichtspielen nur eins verliert, dann kann man meistens auch eine Liga drüber ganz gut mitspielen. Und das wollen wir jetzt dieses Jahr beweisen. Nach der ersten Niederlage gleich zum Saisonstart in Erlangen soll es jetzt zu Hause gegen den TV Willstedt besser werden. Die Wurfquote muss vorne noch ein ganz Stück besser werden. Dann haben wir auf jeden Fall auch eine Chance, hier zu Hause gegen Willstedt zu gewinnen. Ansonsten technische Fehler reduzieren und weiter so gut im Tempospiel bleiben und dann bin ich guter Dinge. Los geht's am Samstag um 19 Uhr in Hochdorf-Assenheim. Und noch einmal das Ganze im Überblick. Am Samstag möchte der FC Astoria Waldorf gegen den direkten Tabellennachbarn die nächsten Punkte holen. Am Sonntag gibt es nach einem Jahr Abwesenheit wieder Drittliga-Handball in Hochdorf. Und über das ganze Wochenende ist in Speyer Basketball der Extraklasse zu sehen. D
Den Sport präsentierten die Autohäuser Renk Weindl. Noch eine Woche, ein bisschen mehr als eine Woche, müssen wir warten auf den Saisonauftakt der Handball-Bundesliga der Frauen mit den Kurpfalzbären aus Ketsch. Und die haben momentan mit so ganz anderen Herausforderungen vor dem Auftakt zu tun. Nämlich eine Spielerin ist schwanger, Sabine Stockhorst. Und ihr Babyglück bringt die Bären doch in die Bredouille. Durch ihre Schwangerschaft fällt die Torhüterin logischerweise bis auf Weiteres aus. Die Bären haben beschlossen in der Sitzung, sich auf die Suche zu machen nach einem Ersatz. Auf der linken Rückraumposition verzichten wiederum die Catcher-Verantwortlichen trotz des Ausfalls von Carmen Moser auf eine weitere Neuverpflichtung. Die 24-Jährige ist an pfeiferschem Drüsenfieber erkrankt, befindet sich mittlerweile aber wieder auf dem Wege der Besserung. Für den Auftakt am 7. September in Bensheim wird sie aber noch nicht zur Verfügung stehen. Also gute Besserung an sie. Und da sehen wir schon Lena Wolny auf dem Kanu. Und das Ganze macht sie in Neckargemünd. Dorthin ging nämlich diesmal unsere Rondtour, also malerisch gelegen, so zwischen Odenwald und Neckartal. Und was Lena dort erlebt hat im ersten Teil unserer Rondtour, das sehen Sie jetzt. Rondtour präsentiert von Aleco. Alles rund um Ihr Haus. Ihr Fachbetrieb für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Überdachungen in Rhein-Neckar und Pfalz. Das A und O Aleco. Nur ein paar Kilometer östlich von Heidelberg liegt unser heutiges Ziel, die Kleinstadt Neckargemünd. Für mich geht es jetzt wieder auf Rondtour. Ich schnappe mir jetzt diesen Ronny hier und mache mich dann auf den Weg, um wieder einiges über eine weitere Stadt aus der Region zu erfahren. Von Mannheim brauche ich rund 40 Minuten bis zu meinem Ziel. Gut 13.500 Einwohner nennen Neckargemünd ihr Zuhause. Eine Stadt, die auf eine lange Geschichte zurückblickt und schon 988 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Gästeführer Armin Fenner bringt mir die Stadtgeschichte mit einer kleinen Geschichtsstunde über den Ortsnamen näher. Was ist so das Erste, was Sie den Leuten über die Stadt erzählen? Ja, zunächst mal, warum sie so heißt. Wir haben ja hier nicht nur einen Fluss, wie das auf meiner Tasche steht, sondern wir haben ja zwei Flüsse, die Elsens und den Neckar. Und die Elsens mündet hier in den Neckar, deswegen Neckargemünd. Ah, so ist das also. Auf unserem Weg durch die Altstadt kommen wir an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei. Viele der schönen Fachwerkhäuser stammen aus dem 16. Jahrhundert. Unseren nächsten Halt machen wir am Stadttor. Das Stadttor ist ein Punkttor für den Kurfürsten Karl Theodor gebaut, 1782. Als das fertig war, wurde das Berliner Brandenburger Tor erstmal angefangen. Die Stadt war dem Kurfürsten sehr dankbar, dass er viele Straßen hat bauen lassen. Dadurch ging der Handel hier in Neckargemünd aufwärts und das hat Reichtum gebracht. Deswegen das Prunktor. Für das Highlight von Neckargemünd müssen wir jedoch rund 5 Kilometer außerhalb des Ortskerns fahren, und zwar in den Stadtteil Dielsberg. Genau 70 Treppenstufen und 16 Meter geht es für uns hinauf auf die Mantelmauer der Burg. Um 1150 ist sie gebaut worden von den Grafen von Laufen. Und zwar deswegen, weil hier um diesen Berg herum, der Neckar, da hinten kommt er, hier rum an drei Seiten um die Burg herum fließt. Und man wollte von hier aus den Verkehr auf dem Neckar überwachen, um dann anschließend Maut zu kassieren. Auch heute noch hat man als Besucher von der Mantelmauer aus einen herrlichen Blick über das Neckartal und die Berge des Odenwaldes. Dass wir ihn noch heute genießen können, ist ein kleines Wunder. Das Gebiet samt Burg wurde 1806 an Baden verschenkt und 20 Jahre später zum großen Teil abgerissen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Wert einer solchen Burgruine erkannt und teilweise wieder aufgebaut. Das Land Baden-Württemberg, genau genommen die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, sind heute für die Verwaltung und Instandhaltung zuständig. Bevor es für mich weitergeht, entspannen Gästeführer Armin Fenner und ich noch ein wenig am Fluss. Jetzt sitzen wir hier direkt am Wasser, am Neckar. Ist das auch, was für Sie so das Prägende von dem Stadtbild hier ist, oder was gehört noch für Sie dazu? Ja, das ist das Prägende. Wenn ich von drüben, von Kleingemünd gucke, über den Neckar, sehe hier die Häuser und die beiden Kirchen, das ist mein Neckargemünd. Ist das für Sie auch der Grund, warum es hier so lebenswert ist? Ja, also Neckargemünd hat einen großen Erholungswert, wenn man so am Neckar entlang geht. Es ist wunderschön. Ich kann nicht genau sagen, was mich hier so reizt, aber es ist einfach schön. Und diesen Erholungswert lernen wir auch im zweiten Teil unserer Rundtour kennen, wenn wir Stadtoberhaupt Frankfurt besuchen. Und dann geht es für mich später auch noch aufs Wasser, wo ich an der allerersten Kanutour meines Lebens über den Neckar teilnehme. Wie ich mich dabei anstelle, sehen Sie gleich. Und wie sich unsere Lena auf dem Wasser schlägt, das erfahren Sie gleich im zweiten Teil nach einer kurzen Pause.
Willkommen zurück bei Ron und wir nehmen Sie wieder mit auf unsere Ron-Tour nach Neckargemünd. Und was macht man in Neckargemünd? Man muss natürlich auch auf den Neckar. Und Lena Wollny macht genau das und probiert sich im Kanu. Bevor es zu Wasser geht, möchte ich mehr über das Leben in Neckargemünd erfahren und treffe mich dafür mit Bürgermeister Frank Volk. Er bringt mich zu einem für ihn ganz besonderen Ort, ein wenig abseits des Stadtkerns. Warum haben Sie sich diesen Ort für das Interview ausgesucht? Ja, weil es mein Lieblingsplatz hier ist, weil man die Stadt so wunderbar sieht von hier oben, den Neckar, den Dilsberg, die öffentlichen Einrichtungen. Es ist einfach ein traumhafter Platz hier. Frank Volk lebt seit seiner Kindheit in Neckargemünd. Für ihn ist der Job als Bürgermeister seiner Heimatstadt eine Herzensangelegenheit und die Lebensqualität, die die Stadt bietet, einzigartig. Wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Wie meinen Sie das? Also erzählen Sie. Ja, sehen Sie, wir haben hier alles an Freizeitmöglichkeiten, was man sich nur vorstellen kann. An jedem Punkt von Neckargemünd hat man 10 Minuten bis in den Wald. Wir haben den Neckar, wir haben ein Freibad, wir haben alle möglichen Einrichtungen, kulturell, auch Volkshochschule, Musikschule. Wir haben eigentlich hier alles. Doch nicht nur die einzigartige Lage der Stadt macht Neckargemünd für ihn so besonders. Es sind die Menschen. Der Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger insgesamt, der macht mich stolz, dass wir wirklich hier in der Stadt eine Kultur haben, dass man sich hilft, dass man sich engagiert, dass man in den Vereinen tätig ist. Das ist das, was einem so richtig glücklich macht. Glücklich ist das richtige Stichwort. Bei 30 Grad im Schatten gibt es nichts Besseres als kühles Nass. Wenn man schon eine Stadt besucht, die direkt am Wasser liegt, dann möchte ich die Stadt natürlich nicht nur vom Land aus erkunden, sondern auch vom Wasser. Und genau das mache ich jetzt. Ohne Einleitung geht aber nichts. Auf dem Kanu vorankommen will gelernt sein. Wichtig ist, dass das Paddel hier oben am Griff genommen wird und die andere Hand relativ weit unten hier am Paddel greift. Dann mit langen Armen weit vorne eintauchen und schön lang nach hinten durchziehen. So kommen wir dann nachher, wenn wir gleich aufs Wasser gehen, voran. Also so? Weit vorne und schön lang nach hinten durchziehen. Ganz ruhig, genau, wunderbar. Gut, die Trockenübung hat schon mal geklappt. Jetzt will ich aber auch endlich los. Und siehe da, wir kommen gut voran und Spaß macht es mir auch, obwohl ich mich das ein oder andere Mal in Acht nehmen muss. Bei einem kurzen Halt auf dem Neckar verrät Thomas Striffler mir, warum jeder einmal die Stadt vom Wasser aus erkunden sollte. Zum einen, Wasser ist natürlich ein ganz tolles Element und die Stadt sieht man wirklich auch aus einer ganz anderen Sicht. Man hat auch Zeit und Ruhe, die Stadt dann auch aus der Sicht zu genießen. Und das mache ich jetzt auch und kann diese besondere Stimmung während der Fahrt nur bestätigen. Für mich geht es jetzt aber leider wieder auf festen Untergrund. Wir sind von der kurzen Tour zurück. Ganz ehrlich, wie habe ich mich denn angestellt? Sie haben sich sehr gut angestellt. Wir sind vorangekommen und das ist ja das, was dann auf dem Neckar auch zählt. Mit etwas mehr Übung wären wir dann auch etwas zügiger vorangekommen. Naja, so ganz begeistert klingt das ja nicht. Mir hat es aber trotzdem Spaß gemacht und für mich ist klar, ich statte Neckargemünd in Zukunft auf jeden Fall nochmal einen Besuch ab. Rontour präsentiert von Aleco, alles rund um Ihr Haus. Ihr Fachbetrieb für Fenster, Haustüren, Sonnenschutz und Überdachungen in Rhein-Neckar und Pfalz. Das A und O Aleco. Ja, schön ist es dort in Neckargemünd. Und wenn Sie sich die schönsten Ecken nochmal anschauen wollen und sich nochmal diesen Beitrag ansehen möchten, dann können Sie das auf unserer Homepage auf rontv.de. Schauen Sie dort gerne mal vorbei und wir schauen beim Wetter vorbei. Bevor sich ab Sonntag der Sommer fürs Erste verabschiedet und dem Herbst Platz macht, bekommen wir morgen nochmal badeseetaugliches Ausflugwetter. Und das schon von früh an. Wir können uns auf bis zu 12 Stunden Sonne freuen. Und wenn überhaupt, sind nur wenige Wölkchen unterwegs. Die Temperaturen geben ebenfalls nochmal Vollgas. Sie klettern bis auf hochsommerlich heiße 33 Grad. Selbst im Bergland vom Pfälzerwald und vom Odenwald sind über 30 Grad drin. Danach ist erstmal Schluss mit solchen Höchstwerten. Stattdessen geht es schrittweise runter bis auf herbstlich kühle 21 bis 23 Grad. Aber kein Grund zur Sorge. Das Wetter bleibt auch weiterhin recht schön. Schauer bilden sich nur vereinzelt und wir bekommen vor allem ab Dienstag wieder ganz viel Sonnenschein.
Nachrichten. Wir haben noch eine Meldung für Sie zum Uniklinikum Heidelberg, wo heute der OP komplett dicht war, beziehungsweise einfach gar nicht aufgemacht wurde. Alle Operationen sind gestrichen worden, weil es einen IT-Fehler gab, eine Störung. Der hatte tatsächlich dieser Fehler Auswirkungen gehabt auf den ganzen Betriebsablauf. Ja. Aber natürlich konnten trotzdem Notoperationen und alles konnten stattfinden und werden auch weiterhin stattfinden. Man weiß nämlich noch nicht genau, wann das Problem tatsächlich komplett behoben ist. Hoffentlich bald. Ja, hoffentlich bald. Und Sven freut sich schon sehr auf Exklusiv. Ja. Vor allem auf das bunte Thema zu Carmen mal wieder und Robert Geis. Carmen Geis. Carmen Geis muss ihren Mann filmen, während er mit wunderschönen Bikini-Models performt, will ich jetzt mal sagen. Performt? Ja. Ich weiß nicht. Also, gucke ich mir definitiv an. Macht man das als Ehefrau? Ich weiß ja nicht. Ja, in Zeiten von Instagram und Social Media muss man das, glaube ich, tun. Auch andersrum. Ja, Männer müssen ihre Frauen vielleicht mit Bikini Boys, Bikini Boys gibt's. Also ich wüsste, meine Frau würde vielleicht würde sich weigern. Kurz machen, aber dann würde sie danach kommen, würde sagen, das mache ich nie wieder. Recht hat sie. Was ist das für eine dumme Idee? Schönen Abend, schönes Wochenende. Tschüss.